Hallo Leute, hier ist wieder Happy Bones und heute habe ich wieder ein paar Neuzugänge am Start und zwischen diesen Neuzugängen habe ich auch den einen oder anderen Hip-Hop-Film und ja, ganz viele richtig coole Neuzugänge auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, let's go! Ja, ich wollte eigentlich mit den Rap-Filmen zuerst anfangen, aber ich dachte, das mache ich mal jetzt nicht. Ich wollte jetzt mal, also ich habe mir jetzt erstes hier den hier, ja, Roger Rabbit. Einfach cool, ich weiß nicht. Ich habe den Film bis jetzt einmal gesehen und ja, ich glaube, der ist relativ cool. Ich werde mir jetzt den nächsten mal angucken. Ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich so krass war. Aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist halt eine Geschichte über Winnie Pooh und so. Und das ist halt, gehört irgendwie auch zu meiner Kindheit. Winnie Pooh fand ich immer voll cool. Auf jeden Fall habe ich mir Roger Rabbit gekauft. Auch noch zum nächsten Film, und zwar Aquaman. Und zwar, ja, der habe ich mir jetzt auch gekauft. Ich wollte mir erst Aquaman kaufen mit der Figur. Aber dann habe ich mich doch umentschieden und habe mir nur diese normale gekauft, weil da gibt es jetzt gerade eine Option oder eine Aktion bei Amazon, ne? Und da habe ich mich jetzt dafür entschieden, den hier zu kaufen, weil da gab es Kauf 5 und bezahl nur 3. Fand ich ganz gut, da habe ich mir den gekauft. Alle kein Wendecover. Ich habe übrigens alle, die jetzt kein Wendecover drin haben, die, dann seht ihr das auch. Ich habe jetzt die Wendecovers auch schon alle reingemacht. Wenn es eins gibt, dann ist da eins auch drin. Dann habe ich Rock'n'Roller mir gekauft. Ja, der ist auch ganz cool. Der einzige Film von Guy Ritchie, den ich irgendwie mag. Ich finde, Guy Ritchie ist total überschätzter Regisseur. Auch gerade bei Aladdin, da glaube ich, das wird nicht so doll. Zeige ich mal ganz kurz die Hinterseite. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man die überhaupt gut erkennt irgendwie. Vielleicht ist doch die Einstellung, das kann sein, dass die Einstellung kacke heute ist. Ich will mal ein bisschen rumexperimentieren. Auf jeden Fall Rock'n'Rollers ist auf jeden Fall ein Film, den man sich auf jeden Fall geben kann. Dann haben wir hier einen richtig geilen Film, den kann ich nur empfehlen, den habe ich schon so oft gesehen. Ich liebe diesen Film, Ferris macht blau. Richtig geil. Ist eine Teenie-Komödie, ja, und aber einer von diesen richtig coolen Sachen. Also das ist wirklich einer der coolsten Filme überhaupt. Und ich freue mich, habe mich richtig gefreut, als die als Blu-ray rausgekommen ist. Ja, ich zeig mal ganz kurz hier die Hinterseite. So sieht sie aus. Ist wirklich einer der Filme, die kann ich nur empfehlen. Sollte man mindestens einmal gesehen haben. Richtig cooler Film. Ja, wirklich sehr lustig. Also wirklich. Ich kann den wirklich sehr oft gucken. Sehr, sehr oft. Ja. Ich gucke ihn auch sehr oft. Der wird nie langweilig. Und jetzt kommen wir zum nächsten, und zwar Ready Player One. Und ja, den habe ich jetzt bis jetzt einmal versucht zu gucken. Aber ich fand ihn nicht so krass. Aber ich werde ihn jetzt mal komplett gucken. Ja, also besser gesagt, ich habe ihn geguckt und bin dabei eingeschlafen. War aber auch sehr müde, als ich den reingemacht habe. Aber ja, mal gucken. Ich werde ihn auf jeden Fall nochmal gucken. Vielleicht ist der doch ganz gut. Aber im Moment weiß ich nicht, also das, was ich jetzt gesehen habe, hat mich jetzt noch nicht so von Hocker gerissen. Aber kann man bestimmt auch gucken. Ist bestimmt kein so schlechter Film. Ich werde ihn, wie gesagt, jetzt nach dieser Aufnahme irgendwann mal gucken. Mal schauen. Und jetzt kommen wir auch zum etwas älteren Film, und zwar zu Weiße Jungs bringt's nicht mit Wesley Snipes und Woody Harrelson. Auch ein ziemlich guter Film. Wurde auch schon das ein oder andere Zitat, gibt es auch bei den ein oder anderen Rapper zu hören. Und soweit ich weiß, der eine Rapper aus Flair, sein Label, Ja Rule, oder wie auch immer der Typ heißt, hat ja auch das eine Album danach benannt. Und ja, es ist auch ein guter Film, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist halt auch ein etwas älterer Film. Ja, und es ist cool, also es ist ein echt funny Film, also beide Schauspieler, Wesley Snipes und Woody Harrelson, schauspielen hier echt ganz gut, ja, haben echt einen coolen Film zusammen gemacht. Und ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe ja hier ein paar Hip-Hop-Filme mir gekauft, unter anderem Straight Outta Compton, die Directors-Fassung, und hier seht ihr auch, und auch den letzten habt ihr auch gesehen, Wendecover drinne. So sieht das Wendecover aus, kein FSK-Logo zu sehen, richtig cool. Jetzt wollte ich mal ganz kurz die Hinterseite einblenden. Ja, den Film finde ich ganz gut. Ja, der Film ist eigentlich ganz cool. Ich finde aber auch NWA richtig cool.
Aber ist meiner Meinung nach noch nicht der beste Hip-Hop-Film. Ich finde diesen Notorious B.I.G.-Film fand ich am besten. Also das ist einer meiner Lieblingsfilme, wenn es um Rap-Filme geht. Der hier, die anderen Rap-Filme finde ich schwach. Dann habe ich mir noch 8 Mile geholt und das ist ja der Eminem-Film und den finde ich eigentlich ganz gut. Das ist einer, also mit Notorious B.I.G.-Film finde ich den am besten. Beide finde ich ganz gut. Kann man sich angucken. Das ist hier natürlich der allererste Rap-Film, der überhaupt rausgekommen ist. Auf jeden Fall auch ziemlich gut. Das ist jetzt mal ganz kurz die Hinterseite. So sieht denn die Hinterseite aus. Kommen wir zum nächsten und zwar, den habe ich mir wirklich jetzt erst gekauft. Ja, und zwar Zeiten ändern sich von Bushido, den Bushido-Film. Ja, finde ich. Ich weiß nicht, ich weiß, also bei den deutschen Filmen weiß ich gar nicht, wen ich da am besten finde. Aber ich glaube, Bushido, es ist zwar ein schlechter Film, also ganz so krass ist er nicht, aber ganz schlecht finde ich ihn jetzt auch nicht. Ich finde ihn, man kann ihn echt gucken, ja. Also, ich glaube, der Sido-Film war jetzt bis jetzt der beste, also von Unterhaltungswert her und also Comedy, aber also die deutschen Filme sind alle nicht ganz so krass. Dann zeige ich euch mal, wollte ich auch noch mal ganz kurz die Hinterseite zeigen, so sieht die denn halt aus, ja. Und auf jeden Fall ist ein Film, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Aber muss man jetzt auch nicht. Na gut, als Webfan würde ich schon sagen, dass man auf jeden Fall mal reingucken sollte. Und als letztes habe ich hier noch eine richtige Perle. Also das ist jetzt hier wirklich, als Webfan ist es ein Muss, die anzugucken. Und zwar Hass, ja. Das ist wirklich ein Muss. Ich finde, als Webfan hat man den mindestens einmal gesehen. Also als richtiger Webfan wirklich. Also das ist wirklich ein Film, den hat bestimmt jeder Webfan schon mal gesehen. Und der wird auch in vielen, vielen Alben zitiert und so. Also der ist wirklich krass, richtig krass, gut. Und ja, der ist zwar schwarz-weiß, aber das ist hier bei dem Film, das ist komischerweise der einzige, einer der wenigen Filme, die ich schwarz-weiß angucken kann. Die meisten Filme, wirken dann für mich langweilig. Ich finde, also, ich gucke schon mal Schwarz-Weiß-Filme, kein Problem so damit. Aber ich finde halt, bei Schwarz-Weiß-Filmen kommt das meistens nicht so cool rüber. Irgendwie fehlt da mir irgendwas. Das fehlt einfach, das irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es fehlt mir was. Ne? So sieht dann die Hinterseite aus. Ja, und wie gesagt, ein Film, den man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben sollte, als Webfan und ja, wirklich nur zu empfehlen. Wirklich. Also sehr, sehr cooler Film. Auch gerade wenn ihr mal nicht auf Schwarz-Weiß steht, könnt ihr euch den auch trotzdem mal angucken. Der ist echt cool. So Leute, das war's jetzt hier mit den Neuzugängen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ciao!